Hallo und herzlich willkommen, liebe Löwen, zu dieser neuen Botschaft für euch. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Löwe-Sternzeichen, Aszendenten oder auch, wenn du deinen Mond im Zeichen Löwe stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar schauen wir uns die aktuelle Energie an, aber auch im Hinblick auf den anstehenden Vollmond im Zeichen Fische, der am 18. September stattfindet. Welche Energien zeigen sich hier in diesem Zusammenhang für die Löwen? Das schauen wir uns an. Was ist hier gerade so wichtig bei den Löwen? Die liebevolle Frau. Eine wichtige Energie für die Löwen hätte ich gerne hier. Zum Vollmond in den Fischen. Upsala, ja, die ist direkt rausgefallen. Dann nehmen wir sie. So, interessante Mischung. Wir haben hier das Lampenfieber und die liebevolle Frau. Da haben wir das Thema mangelnden Selbstvertrauens, was ja eigentlich eigenartig ist für die Löwe-Energie. Denn die Löwe-Energie ist ja eigentlich die Selbstbewusste, voller Selbstvertrauen, dieser Löwenstolz, sich der Welt entgegenzustellen. Aber es gibt hier irgendein Thema, was Lampenfieber oder Herzklopfen in dir auslöst, wo du unsicher bist in einer Entscheidung, wo du irgendwo über deinen Schatten springen musst oder möchtest, wo du vielleicht auch eine Entscheidung aufschiebst oder vor dir herschiebst. Vielleicht, weil es hier irgendwo mangelndes Selbstvertrauen gibt. Wir haben auch tiefe Gefühle. Die liebevolle Frau, das ist für mich ja auch schon so eine Energie, die hier zusammengehört. Ja, dieses mangelnde Selbstvertrauen hat für mich hier zu tun mit dieser Empfindsamkeit, die von dir ausgeht. Ja, wir haben hier die liebevolle Frau, das könnte also eine Seite in dir sein, die sehr wohlwollend ist, sehr harmoniebedürftig vielleicht auch, sehr verständnisvoll, die sehr tiefe Gefühle hegt. Und das könnten diese Gefühle sein, die hier dich vielleicht so ein bisschen, dir das Selbstvertrauen hier nehmen. Es könnte natürlich auch ein Gegenüber sein, ein Mensch sein, der eine große Rolle spielt aktuell in deinem Leben, eine sehr gefühlvolle Person. Könnte auch sein, dass du verliebt bist oder jemand, der sehr tiefe Gefühle für dich hegt, hier eine große Rolle spielt. Thema Romantik könnte also sich auch auf eine Verbindung, eine Partnerschaft beziehen oder aber auch auf ein Gegenüber, wo es darum geht, Verständnis und Mitgefühl zu zeigen, wo man tiefe Gefühle hegt. Wir schauen mal weiter. Für die Löwen zum Vollmond in den Fischen. Da kam zuerst ganz klar und deutlich der Pluto. Dann kommt der Löwe, das ist deine Energie. Und wir haben die fixen Zeichen, wozu auch der Löwe gehört. So, und auch der Skorpion. Und davon haben wir hier den Herrscher, den Pluto, liegen. Bei den fixen Energien geht es um Stabilität, um Loyalität, um Verlässlichkeit, um Beständigkeit, Ehrgeiz. Ja, Verbindlichkeit ist hier so ein großes Thema, aber auch Stabilität und Loyalität. So, mit dem Löwen geht es hier, wie gesagt, um dieses Selbstbewusstsein. Ja, mangelnde Selbstvertrauen, dann geht es darum, definitiv hier in dieses Selbstvertrauen zu kommen, selbstbewusst aufzutreten. Loyalität, das haben wir zweimal, das Thema Loyalität. Also was oder wem gegenüber musst du hier loyal sein? Hast du das Gefühl, einem Menschen gegenüber loyal sein zu müssen? Oder geht es darum, dass du dir selbst und deinen Gefühlen gegenüber loyal bist? In erster Linie hast du erstmal deiner Wahrheit gegenüber loyal zu sein. Dem Pluto. Der Pluto zeigt dir, dass etwas transformiert wird. Da haben wir das Thema Transformation. Da könnten jetzt gerade zu diesem Vollmond irgendwelche alten Muster und tiefen Prägungen, Gefühle an die Oberfläche kommen. Tiefe Gefühle haben wir auch schon hier. Gerade zu diesem Vollmond in den Fischen. Die Fische ist ein Zeichen, also die Fische sind ein Zeichen, die sehr empfindsam, sehr gefühlvoll sind. Wo auch diese Gefahr immer besteht zwischen Täuschung und Wahrheit. Also wo es schwerfällt, zwischen Realität und Täuschung, Illusionen zu unterscheiden, weil die Fischenergie vernebelt Dinge. Da fällt es eben sehr schwer, klar zu sehen. So, das könnten gleichzeitig aber auch, weil diese Energie so empfindsam ist, hier wirklich tiefe Gefühle an die Oberfläche kommen, gerade auch Ängste.
alte Ängste, wo es darum geht, ja, über deinen Schatten zu springen. Das heißt eben auch, alte Ängste und Schatten und emotionale Muster oder Prägungen zu überwinden. Vielleicht mangelndes Selbstvertrauen überwinden. Ich schaue mal weiter, was hier noch wichtig ist. Irgendeine Energie oder eine Emotion möchte in dir transformiert werden. Das heißt aufgelöst. Beim Pluto geht es immer darum, na, drei Karten sind gekommen, da möchte etwas sterben. Da möchte etwas beendet werden. Ja, es geht immer um den Tod, es geht ums Loslassen, dass etwas in dir losgelassen werden darf, damit etwas Neues entstehen kann. So, wir haben hier die Erkenntnis. Reinige dich von alten Dingen, dann wird dir alles gut gelingen. Das Mondwasser. Reinige dich von etwas. Ja, das ist auch so eine Pluto-Energie, eine transformative Energie. Du darfst dich von etwas bereinigen, von irgendwelchen negativen Energien, Ängsten, Unsicherheiten, Mangelgefühlen oder irgendwelchen Prägungen. Wir haben hier Mond-Uranus, die Veränderung. Du kannst das Unmögliche möglich machen. Glaub an dich. Deswegen ist es wichtig, hier in dieses Selbstbewusstsein des Löwen hier wieder reinzukommen, also in deine Löwe-Energie einzutauchen. Spring über deinen Schatten. Entscheidungen hier nicht aufzuschieben. Und pflege Kontakte und Verbindungen. Das könnte der Schlüssel sein hier aktuell für dich. Ein wichtiger Schlüssel. Dass du hier vielleicht über die Kommunikation oder Verbindungen hier Hilfe erhältst in einer Situation oder dadurch etwas transformieren kannst. Über deinen Schatten springen. Okay, wir müssen uns das jetzt mal mit dem Tarot anschauen, bevor wir hier weiter rumdeuten. Ja, also Pluto ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache hier. Das Lampenfieber auch. Und dann die Erkenntnis dessen, was du hier loslassen darfst. Und die Veränderung, die du hier auch anzetteln darfst. Ja, hier geht es darum, sich einer Veränderung gegenüber zu öffnen, indem du auch an Wunder glaubst oder an Unmögliches glaubst, vielleicht auch unkonventionelle Wege findest. Etwas anzupacken oder etwas zu verändern. Die Löwen. Für die Löwen. Worum geht es hier? Zum Vollmond in den Fischen. Was darf ich hier für die Löwen weitergeben? Was zeigt sich hier aktuell? So. Da haben wir die Liebenden und die Königin der Stäbe. Eine aktuelle Situation. Die Liebenden spricht von einer Herzentscheidung immer. Oder auch könnte es hier um eine Partnerschaft gehen, ein Gegenüber, ein Menschen, mit dem man sich hier sehr verbunden fühlt. Ich glaube, die Karte stand auch auf dem Kopf. Es könnte also sein, dass es hier irgendeine Verbindung gibt. Eine Verbindung, die hier, je nachdem, ob sie jetzt, wie gesagt, in ihrer erlösten Form oder in ihrem Schatten liegt, da könnte das Thema der Differenzen, zwischenmenschliche Differenzen oder auch Co-Abhängigkeiten eine Rolle spielen. Auf jeden Fall geht es darum, dass man sich hier aus dem Herzen entscheidet, eine Herzentscheidung trifft. Eine Entscheidung, wo du dich vollkommen jetzt für etwas entscheidest. Vielleicht hast du dich gerade für etwas entschieden oder für jemanden, für ein Projekt, für einen Menschen oder für dich selbst. Und es geht ja auch um die Selbstliebe. Bei den Liebenden ist das Thema Selbstliebe auch immer sehr wichtig, gerade um den positiven Pol dieser Energie leben zu können. Es ist wichtig, in allererster Linie deine Werte zu kennen, dich selbst ausreichend zu schätzen und zu würdigen, um dann auch jemand anderen annehmen zu können, um eine Beziehung auch auf Augenhöhe führen zu können. Also das kann sich auf eine Verbindung, eine Beziehung hier beziehen oder aber auch auf eine Sache, für die du jetzt hier vielleicht kämpfst, etwas, wo du hier ganz entschieden jetzt auftrittst oder auch Stellung beziehst. Was ich jetzt hier sehe, was diese Sache hier ist, wo du dich aus vollem Herzen für jemanden entschieden hast oder für etwas. Oder bezüglich einer Verbindung oder Beziehung, dass du jetzt hier ganz klar
selbstbewusst für dich einstehst. Das ist diese Löwenergie hier, selbstbewusst. Und ist die Königin der Stäbe ist auch die Löwenergie. Das ist für mich deine Energie. Königin der Stäbe, ja, Feuer. Feuer ist eben auch diese Löwe-Energie. Also das ist für mich hier deine Haltung gegenüber dieser Verbindung oder dieser Herzensentscheidung. Du trittst jetzt für dich ein, stehst für dich ein, du setzt dich durch, du entfaltest dich, du springst vielleicht hier wirklich über deinen Schatten. Wir schauen mal, was ist in deinen Gedanken hier los? Das Ass der Schwerter. Es gibt hier die Chance jetzt. Und diese Chance, die durchdenkst du hier gerade ganz bewusst. Oder die ist dir zumindest hier gerade sehr, sehr bewusst, Klarheit hier zu schaffen. Es geht darum, hier etwas zu klären. Klarheit vielleicht in eine Verbindung reinzubringen. Oder indem du etwas klärst oder etwas löst oder etwas trennst, dich eher neu entscheiden zu können, eine neue Entscheidung treffen zu können für dich oder für etwas oder für jemanden. Irgendwas möchte hier geklärt werden. Hier geht es darum, das Essentielle hier zu erkennen, etwas Wesentliches, den springenden Punkt, vielleicht in dieser Verbindung oder in dieser Sache hier, die dir am Herzen liegt, hier wirklich zu erkennen. Darum geht es hier. Da muss Klarheit, eine neue Perspektive reingebracht werden und irgendwas soll hier getrennt oder gelöst werden. Ja, du stehst hier für dich ein, was ich hier ganz entschlossen sehe. Was haben wir hier auf deiner Herzebene? Die Fülle, ja, und die Fülle lag auch auf dem Kopf. Vielleicht liegt es daran, dass die hier alle auf, ja, die stehen alle auf dem Kopf. Dann kann man das so nicht sagen. Die sind ja alle hier noch gleich in der richtigen Richtung. Da haben wir diese emotionale Fülle auf deiner Herzebene. Das könnte bei einigen hier eine Verbindung sein, die für dich sehr viel emotionale Sicherheit bietet, sehr viel Geborgenheit, wo du dich einfach zu Hause fühlst. Ja, mit den Zähnen der Kelchen haben wir das Gefühl von Zugehörigkeit, von Angekommensein, von Harmonie. Harmonie. Hier, die liebevolle Frau. Das ist eben das, tiefe Gefühle, wohlwollend sein, Harmonie, Verständnis und Romantik suchen. Also das liegt hier auf deiner Herzebene, haben wir eine sehr warme, liebevolle Energie. Könnte also sein, dass du hier auch einfach ein Mensch bist, der ein Zuhause hier auch bietet. Ein inneres, ja, aufgrund deiner liebevollen Energie, deinen angenehmen oder harmonischen, wohlwollenden Gefühlen hier. Das Zuhause. Ja, gleichzeitig sehe ich dich jetzt aber auch hier wirklich auch für dich einstehen. Schauen wir mal weiter. Der Wagen. Du hast hier in der letzten Zeit, warst du sehr mutig, warst du risikobereit. Du hast hier irgendwo einen großen Sprung nach vorne gemacht. Du hast hier entweder dich in deiner Entwicklung hier sehr vorwärts bewegt, hast irgendetwas Neues für dich erobert oder bist ein großes Risiko eingegangen. Was wir hier sehen, ist eine sehr entschlossene Richtung hier, der Aufbruch. Du hast irgendwo einen Aufbruch hingelegt und dich in eine neue Richtung aufgemacht, um etwas Neues zu erleben. Vielleicht hast du auch eine Reise unternommen. Könnte auch sein, dass du eine Reise unternommen hast oder dass du irgendein Abenteuer erlebt hast oder irgendwo einen großen Sprung nach vorne gemacht hast oder ein Risiko eingegangen bist oder irgendwas erobert hast. Irgendetwas hier für dich erobert hast. So, jetzt haben wir hier die Liebende und die Königin der Stäbe. Was kommt als nächstes? Ja, was ich jetzt wirklich sehe, sehr, sehr stark, ist das Feuer bei dir. Das ist deine Löwenenergie, dass du jetzt hier wirklich für dich kämpfst und für dich einstehst. Selbstbewusst für das, was du willst, kämpfst. Dass du dich verteidigst, wenn du angegriffen wirst, dass du dich behauptest, für deine Wahrheit einstehst. Vielleicht ist das hier auch einfach dein Harmoniebedürfnis. Wir haben ja hier die Herzebene, das Unbewusste. Das Unbewusste, das hier in der Fülle liegt. In der Fülle. Vielleicht hast du auch einfach diese innere Fülle in dir erschaffen. Ja, innere Harmonie, innere Ausgeglichenheit, die du jetzt einfach auch versuchst zu schützen. Ja, wo du jetzt für dich kämpfst und für dich einstehst, weil du hast hier diese innere Erfülltheit, die sehe ich hier, die ist bei dir da.
Aber es gibt hier etwas zu klären. Es gibt hier irgendwie die Chance, eine Veränderung, eine Entscheidung zu treffen. Die Chance, eine Entscheidung zu treffen, etwas zu trennen, zu lösen, zu erkennen, hier wirklich das Wesentliche in einer Verbindung oder in dieser Herzensangelegenheit hier zu erkennen. Oder eine Entscheidung zu treffen in Bezug auf dieses Gegenüber oder diese Sache. Es kann auch einfach sein, dass du hier ganz stark für dich selbst einstehst und in der Selbstliebe bist. Ja, es kann auch einfach genau das sein. Dass du dich selbst jetzt genug liebst, ja, und für dich kämpfst, für dich einstehst, selbstbewusst auftrittst. Was haben wir denn hier? Den Ritter der Münzen hier auf deiner Person zeigt erstmal, dass du sehr fleißig, sehr ehrgeizig. Da haben wir die fixen Zeichen. Das ist so diese Energie von Verlässlichkeit, Loyalität, Beständigkeit, Disziplin, Ausdauer, Geduld, hartes Arbeiten hier, um seine Ziele zu erreichen. Schritt für Schritt, in kleinen Schritten, langsam, aber beständig. Du kennst deine Werte, du weißt, wo du hin willst und bewegst dich hier ganz zuverlässig und beständig auf deinem Weg, auf deine Werte oder dein Ziel zu. Ja. Du kennst genau deinen Weg. Du hast hier einiges an Herausforderungen in deiner Umgebung. Da sehen wir ganz schöne Kämpfe und Rangeleien. Ja, das könnte also hier dieses Gegenüber sein. Also da, wo es ein Gegenüber gibt, könnte das hier eine Verbindung sein, wo es viele Machtkämpfe, Auseinandersetzungen, Reibereien, ja, Streitigkeiten, ja, Machtkämpfe habe ich schon gesagt. Also da misst man sich, ja, da reibt man sich und da gibt es immer wieder Diskussionen, Auseinandersetzungen und ja, so heftiges Aneinandergeraten auch, wo es ein Gegenüber gibt. Bei denjenigen, wo es sich hier um eine Herzensangelegenheit oder etwas Berufliches handelt, da könnte das sein, dass man sich hier gerade mit anderen messen muss, dass man sich hier vor einer Herausforderung sieht, wo man in eine Art Wettkampf hier eintritt, wo man sich wirklich behaupten muss gegen viele andere. Ja, das ist ja wie gesagt eine allgemeine Legung, die kann jetzt unmöglich für alle gleich aussehen. Also je nachdem, wenn du hier in Resonanz gehst, dann ist das entweder auf eine zwischenmenschliche Verbindung bezogen oder eben auf eine berufliche oder sonstige Lebenssituation, wo du auf jeden Fall aktuell hier einiges an Herausforderungen hast. Und deswegen ist es wahrscheinlich ja auch notwendig, eine klare Entscheidung zu treffen oder eine Entscheidung eben nicht mehr aufzuschieben. Ja, das mangelnde Selbstvertrauen, Entscheidung eben treffen und über deinen eigenen Schatten springen. Was du willst ist, du willst eine Situation hier zurücklassen. Du möchtest einen Abschied nehmen. Ein schwerer Abschied, ein Abschied schweren Herzens. Irgendwas möchtest du verabschieden. Von irgendetwas hast du genug. Ja, also die Acht der Kelche sagt immer, die Situation, die hier dir bekannt ist, die sehr vertraut ist, ja, diese Liebenden, könnte bei, wirklich bei vielen könnte das ja eine Verbindung sein oder eine Herzensangelegenheit. Etwas, was dich mal sehr erfüllt hat, was dir sehr vertraut ist, was jetzt aber nicht mehr richtig für dich ist. Weil du jetzt aufstehst und für dich einstehst und erkennst, was deine Werte sind, was für dich wirklich wichtig ist. Und deshalb ist das jetzt hier eine Situation, die du zurücklassen möchtest. Eine Umgebung oder eine Verbindung. So, es kann aber gleichzeitig auch darum gehen, dass dein Ziel es ist, also dass du dir eigentlich wünschst, diese alten Ängste loszuwerden oder Gewohnheiten oder dieses mangelnde Selbstvertrauen. Bei den Acht der Kelchen geht es ja immer darum, Abschied zu nehmen, entweder von einer Situation im Außen oder eben von eigenen Gewohnheiten. Und das können eben auch eigene Gewohnheiten sein. Gerade mit Pluto geht es ja um Transformation von Ängsten, von negativen Gefühlen und Verletzungen auch. Und auch Prägungen, emotionalen. So, es könnte also auch darum gehen, dass du dir wünschst, diese Ängste, Prägungen, Verletzungen oder Gewohnheit, eine Gewohnheit loszulassen, zu verabschieden, hinter dir zu lassen. Auf jeden Fall möchtest du etwas loslassen, möchtest du etwas hinter dir lassen, möchtest du weiterziehen, weil das, was dir hier sehr vertraut ist, das willst du nicht mehr.
Das willst du nicht mehr. Wie geht's weiter? Der offene Kampf kommt hier. Fünf der Schwerter. Ja, also du wirst, wenn du hier mit dieser Position, also mit dieser selbstbehauptenden Energie hier, mit dieser Feuerkraft, wenn du die jetzt beibehältst, gehst du hier definitiv in den Konflikt, was wir hier sehen. Da ist es durchaus möglich, dass du mit Gemeinheit, Hass und Kälte konfrontiert wirst, dass man dich vielleicht demütigt oder dass du dich verraten und verkauft fühlst oder niedergeschmettert oder dass du einfach erkennst auch, dass hier ein Kampf verloren ist, dass du hier für etwas kämpfst, was eigentlich keinen Sinn mehr macht. Ja, die Fünf der Schwerter, das ist, da gibt es gemeine Auseinandersetzungen, Hass, Kälte und Niedertracht, Verrat, all das. Aber eben auch die Erkenntnis am Ende, dass es hier keinen Sinn mehr macht zu kämpfen. Das ist hier, glaube ich, die wichtige Erkenntnis auch. Dass dieser Kampf nur verloren werden kann. Du bleib hier besonnen, realistisch, bleib bodenständig in deiner Mitte und geh die notwendigen Schritte, die du brauchst, die für dich wichtig sind. Steh für dich ein und behaupte dich. Das ist hier das Entscheidende. Und schaue, was muss hier getrennt, gelöst, geklärt werden. Was ist hier das Entscheidende? Was ist der springende Punkt, auf den du dich hier fokussieren musst? Was ist die Angst, die hier überwunden werden möchte? Was ist das, was hier Lampenfieber in dir auslöst? Wo musst du über deinen Schatten springen? Oder was löst dieses Herzklopfen in dir aus? Was macht dir solche Angst? Ja, wir sehen ja schon diese Gefühle hier auch, diese Empfindsamkeit. Unterliegende Energie. Das haben wir hier. Da sehen wir diese Ruhepause gerade, dass man sich hier gerade regeneriert, dass du gerade neue Kraft tanken musst. Es kann aber auch sein, dass du dich wie blockiert und verhindert fühlst. Ja, dass hier gerade etwas im Außen nicht geht. Das kann eben auch zu tun haben mit so einer inneren Blockade, dass hier einfach irgendwie sich hier etwas nicht bewegt oder du einfach gerade Kraft tanken musst, die Energie nicht hast, dich von irgendwas erholen musst, ja, gerade von Streit und Auseinandersetzung dich erholst. Dich erholen möchtest. Ja, hier haben wir auch wieder diese harschen Diskussionen, Konflikte, Auseinandersetzungen. Da geht es viel ums Recht haben und diskutieren. Und auch gemeine, ja, verbale Angriffe können hier auch Teil vom Ritter der Schwerter sein. Auf jeden Fall hat man hier sich Luft gemacht oder du hast hier Luft gemacht oder du willst hier dir Gehör verschaffen. Oder hast das getan und das hat dich erschöpft, ja? Und jetzt haben wir hier wirklich diese Ruhepause, diese Notwendigkeit, dich zu regenerieren. Sechs der Münzen. Das Thema Geben und Nehmen könnte hier eine Rolle gespielt haben. Vielleicht gab es hier ein Ungleichgewicht in den Finanzen oder in den finanziellen, ja, in dem Gleichgewicht. Oder es geht einfach darum, dass man hier mehr gegeben hat, als man bekommen hat, oder man oder irgendein Gegenüber hat hier hohe Erwartungen gestellt oder hat mehr gefordert als so, also irgendwie so ein Ungleichgewicht, ja, im Geben und Nehmen. Das kann hier zu Konflikten und Auseinandersetzungen geführt haben, wovon du dich hier jetzt erstmal regenerieren und erholen möchtest, ja. Was kommt denn hier als Rat? Stell dich deinen Ängsten, kommt hier. Stell dich deinen Ängsten. Geh den Weg der Angst. Das heißt es. Geh den Weg der Angst. Überwinde dein Lampenfieber, mangelndes Selbstvertrauen. So, ich schaue jetzt mal in die Orakelkarten rein für die Löwen hier. Worum geht es? Was ist wichtig für die Löwen zum Vollmond in den Fischen? Ui, das waren jetzt zu viele, obwohl die hat sich hier so ein bisschen umgedreht. Da geht es um deinen Willen, deine Willenskraft. Ja, die musste ich jetzt nochmal erwähnen. Bring deinen Willen zum Ausdruck. Das ist ja auch das, was wir hier sehen mit der Königin der Stäbe und der Sieben der Stäbe. Du kämpfst jetzt hier für dich. Du stehst jetzt für dich ein. Was ist hier wichtig? Was sollst du jetzt tun? Da haben wir. Der Hunger, wonach verlangt es dir? Wonach durstet es dir oder deiner Seele? Oder dürstet es dir?
Ja, das ist dieses innere Verlangen. Und wir haben hier Freude. Also es geht darum, dass du dich einer Sache widmest oder einer Tätigkeit, die dir Freude bereitet. Dass du Freude und Leichtigkeit und Spaß jetzt hier auch findest. Es kann natürlich jetzt auch sein mit der Königin der Stäbe, dass du dich hier einfach auch kreativ entfaltest. Ja? Dass du dich hier vielleicht auch einem neuen Hobby oder irgendeiner kreativen Tätigkeit oder irgendetwas, was dich hier begeistert, was Freude in dir erweckt, was dir wirklich Spaß macht. Und dass du dich dafür aus dem Herzen oder ja, aus vollem Herzen für etwas entscheidest. Das kann das ja auch sein. Aber es geht jetzt hier auch darum, auf deine Sehnsucht zu hören. Okay, hier geht es darum, das Gute und die Hoffnung in dir zu nähren. Es wird immer einen unangenehmen Part im Zyklus, im Zyklus geben, aber die Fülle wird kommen. Und okay, lass nicht zu, dass dein Hunger blind deine Aktionen diktiert. Dein Hunger blind deine Aktionen diktiert. Also das ist auch diese Kraftenergie, diese Kraftkarte. Ne? Das ist nicht da, dass du dich eben nicht von deinen Impulsen, Instinkten steuern lassen sollst, sondern dass du es vielleicht auch mit schwierigen Momenten schaffst, hier in deiner Kraft zu bleiben, dich selbst hier auch zu kontrollieren. Ja, den Weg der Angst gehen. Nähre die Hoffnung in dir. Es geht darum, dass du auch anerkennst, wonach es dir hungert, wonach du dich sehnst. Also, was ist es, was dir fehlt? Ja, es gibt Zeiten, die sind schwerer und Zeiten, die sind angenehmer. Ja, und jetzt auch in schweren Zeiten geht es manchmal einfach, geht es darum, durchzuhalten. Das ist ja auch der König der Ritter der Münzen. Das ist ja auch eine sehr ausdauernde, beständige, verlässliche Energie. Und da geht es auch darum, eine Widerstandskraft in dir zu entwickeln und Selbstvertrauen. Okay. Ja, und deswegen ist es jetzt vielleicht hier auch gut, dass du dich den schönen Seiten des Lebens öffnest. Schau mal, was hier. Ja, dass du das Leben hier vielleicht gerade zu ernst nimmst oder zu intensiv erlebst. Es ist jetzt Zeit, ein bisschen leichter zu werden und ja, dich der Freude des Lebens zu öffnen. Fokussiere dich jetzt auf das, was dich wirklich glücklich machen würde und beginne Aktivitäten, Tätigkeiten, die dich jetzt wirklich mit Freude erfüllen. Okay. Was ist hier noch wichtig? Oh, Reifeprozess. Okay. Die kam sehr eindeutig und schnell. Der Reifeprozess. Dein Leben will sich verändern. Ja, die Veränderung haben wir ja auch mit Uranus, der kam hier auch. Da ging es auch um diesen Reifeprozess, um die Veränderung, die hier stattfinden möchte. Erlaube dir, liebevoll mit dir umzugehen. Da will etwas heranreifen. Etwas in dir sehnt sich nach Ruhe, nach freier Zeit, nach einem Kokon. Ja, die Ruhe. Ne? Das haben wir auch hier mit den vier der Schwertern. Etwas in dir oder in deinem Leben will sich ändern. Das spürst du auch, auch wenn du es noch nicht wahrhaben willst. Du hast folgende Symptome, nicht alle, aber vielleicht doch einige. Du bist mit deinen Gedanken überall, nur nicht da, wo sich dein Körper gerade befindet und bei dem, was du gerade tust. Du grollst innerlich, bist ständig genervt. Dein Körper zeigt dir Symptome. Du versuchst im Außen kleine Dinge zu verändern. Wenn dir das gelingt, hält die Befriedigung darüber jedoch nicht lange an. Du isst zu viel oder rauchst mehr als sonst. Du lenkst dich mehr ab als sonst mit unsinnigen Beschäftigungen von dir selbst. Du ertappst dich bei entschiedenen, pessimistischen oder aggressiven Aussagen, die deutlich negativer sind, als es deiner Art entspricht. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du ein unglückliches, verkniffenes Gesicht. Du schmiedest Fluchtpläne. Du versuchst, das Verhalten der Menschen in deiner Umgebung zu kontrollieren, weil du dich an ihnen festhältst. Also das sind jetzt alles viele Symptome, ja, wovon du vielleicht eins oder zwei haben könntest. Also das sind jetzt einfach hier die Energien, die sich zeigen. Da musst du mal schauen, ob du hier in Resonanz gehst. Im ganz, ganz stillen Kämmerlein weißt du sehr genau, dass du auf diese Art nicht weiterleben kannst und willst. Du hoffst auf ein Wunder. Du projizierst deine Rettung auf ein zukünftiges Ereignis. Etwas in dir sehnt sich nach sich selbst.
Du hast immer wieder die gleichen nagenden Gedanken, die du für negativ hältst. Und manchmal hast du das beängstigende Gefühl, durchzudrehen, verrückt zu werden und die Kontrolle über dich selbst zu verlieren. Erlaube dir das alles. Es ist okay. Es ist der Beginn einer großen Veränderung, die ansteht und die du bewusst oder unbewusst schon lange ersehnst. Auch der Widerstand und die Angst gehören zu diesem Prozess. Das ist ganz normal. Du brauchst dich nicht gut zu fühlen. Erlaube dir, liebevoll mit dir umzugehen. Da will etwas heranreifen. Etwas in dir sehnt sich nach Ruhe, nach freier Zeit. Verschaffe sie dir. Und sei freundlich zu dir. Du bist auf dem Weg zu dir selbst. Ja, ein Krafttier hätte ich gerne für den Löwen. Da haben wir zwei. Was haben wir da? Der Schwan, Anmut und Schönheit. Erlaube, dass deine Talente sich entfalten und genieße die künstlerische Freiheit, die dir geschenkt wurde. Ja, deine Talente. Und der Biber, die Kraft deiner Vision. Achte auf deine Träume, Visionen und Wünsche. Sie sind der Samen für neue Impulse in dieser Welt. Ja, was sind deine Wünsche? Deine Träume, gerade jetzt zu dieser Fischezeit. Vollmond in den Fischen. Fische ist das Zeichen, das für die Träume steht. Für Eingebungen. Ja, es könnte sein, dass du ein intensives Traumleben erleben hast oder viele Botschaften oder Bilder empfängst über die Träume. Jetzt gerade zu dieser Eclipse-Season, denn wir haben ja mit diesem Vollmond auch eine Mondfinsternis und damit beginnt ja diese Zeit der Finsternisse. Da kommen immer alte Themen, alte Emotionen, Gefühle, Muster, eher tiefere Dinge an die Oberfläche hier mit Pluto, die angeschaut, transformiert werden wollen. Da entwickelt sich, da reift etwas in uns, eine Veränderung heran. Und da werden eben auch neue Visionen geboren. So. Eine neue Klarheit könnte sich ja auch einstellen, ne? Ast der Schwerter. Es ist vielleicht, also das ist ja etwas, was du hier bewusst wahrnimmst, ne? Diese Chance, hier Klarheit reinzubringen, etwas zu klären, vielleicht auch eine Veränderung zu unternehmen. Vielleicht sind es auch Geistesblitze, die hier kommen, ja, irgendwelche Erkenntnisse, die hier aktuell jetzt dich vor die Möglichkeit stellen oder dir die Chance bieten, hier wirklich etwas zu verändern oder etwas zu trennen, zu lösen, zu entscheiden, zu klären, zu erkennen. So, tiefes Wissen, ja. Ein tiefes Wissen stellt sich hier ein. Es könnte wirklich sein, dass dir hier etwas klar wird. So, da schaue ich jetzt auch noch mal schnell hier rein. Du wirst ermutigt, dich in das Studium der Spiritualität zu vertiefen. Kratze nicht nur an der Oberfläche, geh tiefer, denn es gibt wichtige Informationen zu entdecken, die dich dabei unterstützen werden, deinen Weg und deine Fähigkeiten auf die nächste Ebene zu bringen. Es kann sein, dass du mit dem, was du weißt, in die Welt hinausgehen möchtest. Doch das Universum fordert dich auf, ein wenig länger zu studieren, bevor du den Sprung ins Ungewisse wagst. Wenn du lernst, zeigst du damit, wie ernst es dir mit dem spirituellen Weg ist. Und wenn du dich diesem Studium verpflichtest, wird das Universum dir Gelegenheiten bieten, dich auf deinem Weg weiterzubringen und ein Gefühl der Erfüllung und Sinnhaftigkeit vermitteln werden. Vermitteln. Wenn du beabsichtigst, in einem bestimmten Bereich zu arbeiten, frage dich selbst, ob es irgendetwas gibt, was du zuerst nachlesen oder lernen musst. Und wenn dir etwas einfällt, gehe es in einem nächsten Schritt an. Ja, also es könnte auch bei einigen hier eine berufliche Neuorientierung sein, wo man hier eine alte Umgebung verlässt, ja, und jetzt hier sich aus vollem Herzen neu entscheidet und eine Herzensangelegenheit jetzt hier wirklich für sich einsteht und die Herausforderung hier annimmt. Das ist natürlich hier auch sehr gut möglich. So, ja, ich werde zum Abschluss hier noch einen Drachen ziehen für die Löwen. Was ist hier gerade wichtig für die Löwen? Worum geht es hier? Freiheit. Ich befreie mich selbst von meinen einschränkenden Gedanken und Gefühlen. Ja, wieder ganz wichtige Energie auch.
Ja, das ist auch, irgendwelche Gedanken schränken dich ein oder hemmen dich. Ja, dieses, das hatten wir ja hier, mangelndes Selbstvertrauen, über deinen Schatten springen. Die Freiheit. Wenn du dich in deinem tiefsten Inneren nach grenzenloser Freiheit sehnst, wenn du bei dem Gedanken daran, jederzeit frei entscheiden zu können, ein Jauchzen in deinem Herzen vernimmst, dann ist es Zeit, dass du deine inneren Grenzen lockerst und die von dir erschaffenen Mauern einreißt. Ja, von dir erschaffene Mauern. Denn das, was dir manchmal wie ein Gefängnis vorkommt, ist in Wirklichkeit ein Ort, an dem du selbst deine vermeintlich verrückten Gedanken und Gefühle versteckst, damit sie sich nicht den Weg in deine äußere Welt bahnen. Du hast Angst davor, dass sie dich in Schwierigkeiten bringen könnten und die scheinbare Sicherheit deines Lebens dadurch ins Wanken gerät. Dabei hast du dir deine Sicherheit doch so mühsam aufgebaut. Also weg mit diesen Gedanken und Gefühlen an einen Ort, den du vor dir selbst versteckst. Aus diesem Grund hast du ein Gefängnis um dich herum gebaut, um sicher zu sein, nicht noch mehr verletzt zu werden und um Gefahren schon im Vorfeld abzuwehren. Ja, also nur du selbst kannst diese Mauern einreißen. Ja, liebe Löwen, das ist es, was ich hier jetzt aktuell für dich bekomme. Ich hoffe, du konntest dir etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Daumen nach oben, ein Feedback oder gerne auch ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.